Fußball liebte Lukas schon immer. Seit 5 Jahren gehört der 30-Jährige zum festen Kader des amtierenden deutschen Meisters Stuttgart und ist regelmäßig für die Blindenfußball-Nationalmannschaft im Einsatz. Der Blindenfußball bedeutet mir sehr viel. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Ich bin ja selber noch nicht so lange blind gewesen, als ich hierher gekommen bin. Und habe dann einfach gesehen, wie andere Leute auch nochmal damit umgehen. Haben wir da viel abgucken können. Und dann ist der Platz natürlich ein Raum, wo man unheimlich viel Freiheit hat. Seine Fußballkarriere startet Lukas erst spät. Auf dem linken Auge ist er von Geburt an blind. Als Kind darf er nicht Fußball spielen, um das noch sehende Auge nicht durch Verletzungen zu gefährden. Dann hatte ich eben Anfang der 13. Klasse ja nochmal eine Netzhautablösung. Und ja, das ist dann so eine Möglichkeit gewesen oder so eine Situation, die man halt auch nutzen muss und das Positive drehen muss. Wenn am Auge alles kaputt ist, kann nichts mehr kaputt gehen. Und damit habe ich auf einmal mit Ballsportarten anfangen können. Mit 19 Jahren ist Lukas vollständig erblindet. Doch statt mit seinem Schicksal zu hadern, macht er weiter, steckt sich neue Ziele. Er studiert, geht für 2 Semester nach Amerika, schreibt momentan an seiner Doktorarbeit. Ein selbstbestimmtes Leben führen, sich Freiheiten schaffen, nicht auf andere angewiesen sein. Nach diesen Prinzipien lebt der 30-Jährige auch beim Sport. 2009 startet er seine Fußballerkarriere beim MTV Stuttgart und wird auch gleich für die Blindenfußballnationalmannschaft nominiert. Ob Beruf oder Sport, Lukas hat bisher alles erreicht, was er sich vorgenommen hat. Seine Familie steht immer hinter ihm. Natürlich ist man stolz drauf, wenn jemand Sport macht mit Behinderung und dann auch noch so erfolgreich, weil man sieht ja dann auch, wie er Selbstvertrauen aus diesen Begegnungen schöpft. Blindenfußball, kein ungefährlicher Sport. Es spielen 5 gegen 5 auf einem Handballfeld großen Platz. Alle tragen Kopfschutz. Das ist auch bitter nötig, denn hier geht's manchmal hart zur Sache. Zur Orientierung für die Spieler hat der Ball Rasseln im Inneren. Die Spieler selbst machen sich mit verschiedenen Zurufen bemerkbar. Voy, Spanisch für ich komme, muss jeder rufen, der sich auf dem Ball zubewegt. Sehend sind nur die Guides hinter den Toren und die Torwarte selbst. Das vergisst der ein oder andere schon mal im Eifer des Gefechts. Enrico, eben, da spielst du den Ball einfach hier in der Mitte irgendwo hin. Nimm doch bitte in der Hand und spiel den Spieler an. Verstehe ich nicht. Wir sind nicht beim sehenden Fußball. Wir können nicht einfach einen Ball irgendwo rumschießen und dann suchen alle nach. Coach Ulrich Pfisterer, selbst einstiger Profifußballer, hat den Blindenfußball 2006 in Deutschland etabliert. Er trainiert die Nationalmannschaft und den aktuellen deutschen Meister MTV Stuttgart. Lukas ist so, was man vielleicht auch beim Fußball so Arbeitstier nennen könnte, der sich richtig reinbeißt in seine Aufgabe, der jedes Jahr ein paar Prozent besser wird, auf den man sich völlig verlassen kann. Von der Ballführung her ist er einer der Besten in Deutschland. Sehr intelligenter Spieler, ein Spieler, wie sich jeder Fußballtrainer sich ihn wünscht. Und auch Kapitän Alexander hält große Stücke auf den 30-jährigen Mittelfeldspieler. Lukas ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Er weiß genau, wann er im richtigen Moment abzuspielen hat. Inzwischen versucht er es auch mehr und mehr alleine, weil er torgefährlicher geworden ist in letzter Zeit. Ansonsten ist er der perfekte Dribbler und der die Räume schafft für die Leute, die sich dann in der Mitte oder auf der anderen Seite freilaufen und dann zum Abschluss kommen. Also das ist seine Stärke. Jetzt wartet die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft auf die Jungs. Konzentrierte Gesichter bei der Teambesprechung. Sie alle haben den Traum, es der DFB-Elf nachzumachen, Weltmeister zu werden. Aber schon die Vorrunde wird ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen uns da richtig anstrengen. Es wird schwer. Aber Ziel ist ganz klar, den Gegnern die Stirn zu bieten und Vorrunde zu überleben. Und wenn wir die Vorrunde überlebt haben, ja, dann schauen wir einfach mal. Finale, Weltmeister, davon kann man träumen, aber der Weg dorthin ist sehr, sehr weit und wird schwer, aber wir werden unser Bestes geben. Das werden sie ohne Zweifel. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja in diesem Jahr zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister.